Liebe Klassen 1, schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und in dieser Geschichte geht es darum, wie unsere schöne Welt entstanden ist. Wie ihr sicherlich wisst, haben auf dieser Erde Dinos gelebt und es gibt ein Weltall und viele Forscher haben sich Gedanken darüber gemacht, wie die Welt entstanden ist. In der Bibel gibt es aber auch eine Geschichte, wo erzählt wird, wie die Welt entstanden sein könnte. Diese Geschichte wurde aufgeschrieben, als die Menschen noch gar nicht so genau wussten, woher die Welt kommt und wie alle Sachen hier geschehen sind. Diese Geschichte möchte ich euch heute erzählen. Vor langer, langer Zeit gab es noch keine Flüsse oder Berge, keine Wälder und keine Menschen. Es gab nur Dunkelheit. Aber Gott war da und hatte eine Idee. Es soll hell werden. So machte Gott das Licht und es wurde hell. Am nächsten Tag machte Gott das Meer. Und auch das Land. Außerdem machte er alle Bäume und Büsche und Wiesen und Blumen. Und Gott gefiel diese neue Welt. Danach ließ er die Sonne über diese neue Welt strahlen. Und in der Nacht machte er den Mond und ließ alle Sterne am Himmel funkeln. Aber Gott fand diese Welt noch ein wenig langweilig. Er wollte auch Tiere im Meer haben. Er machte bunte Fische, krabbelnde Krebse, Haie und riesige Wale. Für den Himmel machte Gott fliegende Tiere. Er machte Schmetterlinge, fleißige Bienen und sogar Fledermäuse. Und auch für die Erde machte er Tiere. Da waren Elefanten, Affen, Hunde, Katzen, Pferde und Giraffen. Und dann wollte Gott jemanden erfinden, der sich um alle Tiere, das Wasser und auch die Erde kümmert. Deswegen machte Gott einen Mann und eine Frau. Diese beiden Menschen sollten sich gut um die Welt kümmern. Gott war so zufrieden mit seiner Schöpfung, dass er am letzten Tag eine große Ruhepause machte. Das war meine Geschichte für heute. In dieser Geschichte geht es darum, wie schön eigentlich diese Welt ist und was für Dinge man draußen entdecken kann. Vielleicht gehst du auch einmal raus oder siehst aus dem Fenster. Dann kannst du mal beobachten, welche Tiere du siehst oder vielleicht entdeckst du draußen sogar schon erste Blumen. Wenn du magst, kannst du auch einige der Sachen aufmalen, die du besonders schön findest. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass wir uns bald wieder in der Schule sehen. Tschüss!